So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Hinter mir sind schon gezüchtete Dorfbewohner und was ihr benötigt für den Transport der Dorfbewohner, und zwar folgendes. Eichenboot meine ich, ne? Ist egal, was für eine Form von Boot, halt Hauptsache Boot. So, dann brauchst du noch Erde. Wie viel ist die überlassen? Ich glaube, da ungefähr 6 Stück brauchst du da insgesamt. Und Berufsblock, Kompostierer oder sonstiges. Und diesen Wassereimer. Also zum Transportieren brauchst du Wassereimer und Boot. Mehr nicht. Die Erde und Kompostierer. Also die Erde brauchst du, um den Dorfbewohner da reinzuholen. Ne? Reinzubekommen in den einen Block. Und wir brauchen noch Betten. Verdammt. Egal. Und auf jeden Fall Berufsblock. Ne? Eigentlich 4, aber ist erstmal Wurst. So. Und das Schwert natürlich zum Verteidigen. Zum Verteidigen. Ne? Gut. Das haben wir geklärt. Und ich habe vergessen, die Betten zu bauen. Verdammt. Ich hoffe, es geht trotzdem erstmal so. Ne? Erstmal hier reinsetzen. Deswegen diese Zwischenräume. So. Ja, da kann ich mich... Du bist dick. Okay. Gucken. Darf ich mal hier? So, jetzt schubse ich den da rein. Genau. So, jetzt ist er drin. Und jetzt mache ich hier 2 Türe offen. So. Ich transportiere ihn weg, natürlich. Wichtig ist, es darf kein arbeitslosen Dorfbewohner sein. Davon habe ich schon einige dezimieren müssen, weil sie mir hier mal einen Weg gelaufen sind. Und jetzt düsen wir Richtung... dahin. Genau. Da, wo ein Block fehlt. Das wird doch nicht etwas schon wieder dunkel. Ernsthaft. Gut, Wassereimer brauche ich nur, wenn ich irgendwo aufsteigen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass es langsam dunkel wird. Ja, das ist richtig mies. Wichtig ist, nicht einen Block tiefer gehen. Wir sind schon auf der richtigen Höhe. Dann hätte ich mir den Wassereimer auch sparen können. Ist nur, wenn man nicht auf der richtigen Höhe ist. Okay, ich muss den kurz mal hier sitzen lassen. Kurz ins Bettchen gehen. Da passiert nichts, hoffe ich. Da kommt keiner. Hoffe ich. Und ab schnell ins Bett. Schnell schlafen gehen, dass es schnell Tag wird. Und dass sie ja draußen alle brennen. So. Oh. Miau. Huch. Gut. Er lebt noch. Betonung liegt auf noch. So. Falls ihr euch fragen solltet, was das für ein Skin ist, den habe ich von den lieben Undead Akai bekommen. Ich bedanke mich für diesen Skin. Super, super. Ich habe es auch hinbekommen, endlich diesen Skin hier bei Minecraft Bedrock Version hinzuzufügen. Musste ich bloß ein bisschen suchen und habe es endlich hinbekommen. So. Dann stellen wir uns hier mal so hin. Ja. Ja, du kommst gleich frei. Und dann bauen wir... Ja, okay. 3, 6, 7. 7 Erdblöcke brauchen wir hier. So, da er jetzt eingebaut ist... wichtig ist, er darf nicht sterben. Okay. Muss ich wohl doch ein bisschen großzügiger bauen. Ich habe den nämlich versehentlich geschubst. So, einen Moment. Ich mache hier nochmal zu. Also anscheinend brauchen wir doch noch ein bisschen mehr. 3 mehr. So. Dann, wow. Egal. Klöppelst du ihm ein Boot runter. Keine Sorge, er nimmt's nicht. Er geht dann da rein. So ein bisschen schubsen musste, weil kein Bett da ist. Und dann machst du den Berufsblock davor und er nimmt den sofort an. Und ihr müsst gucken, dass er genau den richtigen Beruf, also hier Handel macht. Das ist richtig mega gut. Und das machen wir jetzt noch
Dreimal, würde ich sagen. Dreimal, würde ich sagen. Dreimal noch machen und dann haben wir es geschafft. In der Zeit mute ich mich und spiele eine andere Musik ein. So, das war's dann für diese Folge. Ihr habt gesehen, ich habe sie hier reingebracht. Und ein Bett habe ich auch noch gebaut. Ich habe gesehen, dass ich sehr viel Wolle und Holz noch rumliegen habe. Und die fünf Dorfbewohner sind hier drinne und mit denen kann man dann Karotten und sowie Weizen handeln. Ja, Karotten ist okay. Weizen auch. Weizen, naja, müsste ich mal täglich da mal einsammeln und handeln. Somit kriegt man hier ganz easy peasy Smaragde. Ganz gut finde ich das. Und irgendwann werde ich das hier auch noch erweitern. Sozusagen hier noch in diese Richtung fünf nebeneinander und glaube hier hinter mir auch hier fünf nebeneinander, dass wir hier mehr Dorfbewohner zum Handeln haben. Finde ich ganz gut, aber erstmal mit dem gleichen Berufsblock Kompostierer. Und das werde ich dann offscreen machen. So wie die Eisenfarm, die ich da hinten noch in den Berg bauen möchte. Ich habe es jetzt verraten, aber ist ja nicht so schlimm, hoffentlich. Und ja, wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Minecraft-Folgen von mir mehr zu verpassen. Ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und lasst in Kommentaren eine Bewertung da, wenn noch nicht geschehen ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ciao mit D. Tschüss.